Theater und Fernsehen nicht mehr gibt. Nicht? Es gibt ja nicht einmal welche, die versuchen, es nachzumachen. Es war eigentlich eher ein Zufall, dass Gustl Beyerhammer vor 80 Jahren in Bayern geboren wurde, noch dazu in München. Der Vater, damals schon 55, war Hof- und Staatsschauspieler und hatte nicht nur in ganz Deutschland gespielt, sondern einmal sogar in Petersburg. Er galt als großer Heldendarsteller. Als die Engagements nachließen, in den 30er Jahren, gab der alte Beyerhammer Schauspielunterricht in seiner Wohnung in der Jutastraße in Münchenerhausen. Dass auch der Sohn Schauspieler wurde, das war dem Vater nie recht. Er hätte ihm so gerne eine solide, bürgerliche Existenz gewünscht. Herr Gustl hat eine schöne Geschichte erzählt, die von seiner Mutter dann später erfahren hat, wie der Gustl im Gymnasium Theater gespielt hat und der Vater dann so quasi heimlich in diese Vorstellung gegangen ist und kam dann zurück und der Gustl war noch gar nicht zu Hause und da muss der Vater sogar ein paar Tränen verdrückt haben und gesagt haben, so quasi, ja, also der ist doch ans Theater verloren, also, weil er wollte es wohl immer verhindern. Wenigstens konnte er durchsetzen, dass der Sohn auf die Kaufmannsschule ging und Buchhalter lernte. Ausgeübt hat Gustl Beyerhammer diesen Beruf nie. 1940 wurde er Soldat und überlebte den Krieg in Berlin als Obergefreiter der Luftwaffe. Während die Stadt zu Schutt und Asche zerfiel, hielt Gustl Beyerhammer an seinem Traum fest, Schauspieler zu werden. 1944 legte er die Schauspielprüfung ab am vom Krieg schon gezeichneten Schillertheater, dessen Intendant Heinrich George noch Durchhalteparolen ausgab. Das Wesentliche für uns ist ja eben, dass es weitergeht. Wir werden trotzdem, das verspreche ich euch, genau den Eindruck erwecken, als ob es eine richtige Bühne ist. Wir werden eben zaubern. Zauber ist das A und O des Theaters. Draußen das kaputte Berlin, drinnen die heile Kunst. Im Sommer 1944 wurde der Urfaust gespielt, mit Will Quadflieg als Mephisto. Ab nun, ach, Philosophie, Medizin und Juristerei. Und leider auch die Theologie durchaus studiert, mit heißer Mühe. Versteh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. 1945 schlug sich der junge Beyerhammer mit seinem Schauspielerdiplom nach München durch. Der Vater war verstorben, von den großen Münchner Theatern stand keines mehr. Aber er fiel einem Schauspieler namens Robert Marenke auf, der junge Leute suchte, für sein eigenes Theater in der schwäbischen Kleinstadt Sigmaring. Der sogenannte Intendant, das war halt ein Schauspieler. Und ich glaube, der war bei Radio Belgrad am Schluss im Krieg. Und da hat er auch so einige mitgebracht. Und der war der Sigmaringer, hat direkt neben dem Theater gewohnt. Und der hat in seiner Heimatstadt einfach jetzt ein Theater aufmachen wollen. Damals ging das. Es ging halt. Zu denen, die Robert Marenke engagierte, gehörte nicht nur Gustl Beyerhammer, sondern auch ein gewisser Toni Berger. 150 Mark Gage, ein geheiztes Theater, war wichtig. Nicht? Und so weiter. Ich war ganz sprachlos. 150 Mark im Monat. Ach, das gibt's ja nicht. Na ja, und da sagte er, ich kann mir jetzt nicht entscheiden, ich muss mit meinem Vater noch reden, der ist allein. Aber ich sagte, können Sie mir heute Abend Bescheid sagen in meiner Pension? Das war in der Landwehrstraße. Ich sage, ja gut, da komme ich hin. Das habe ich dann auch gemacht. Ne? War zugenagelt, weil kein Fenster mehr drin war und so. Und dann sagt er, ja, sage ich, also gut, ich werde den Vertrag machen. Sagt, das freut mich sehr. Ich warte noch auf einen jungen Mann und der will auch kommen. Ne? Naja, so 10 Minuten drauf geht dann die Tür auf. Und da kam auch ein spindeldürrer Kerl rein, nicht wahr? Grüß Gott und so. Sagt, da darf ich jetzt bekannt machen, Herr Berger, Herr Beyerhammer. Und denkt, aha,
Der geht auch nach Sigmaringen. Im November 1945 erhielten die beiden ihre Einreisegenehmigung in die französische Zone. Sie reisten im offenen Waggon. Sigmaringen sah aus, als hätte es keinen Krieg gegeben. Herrliches Schloss. Ne? Sechs Tage sind wir da. Wir haben ausgestiegen, alles unzerstört. Sagt der Herr Katzei, sag ich, zwick mir mal, das gibt's ja gar nicht. Und dann kam unser Intendant schon, ne? Der hat uns dann Koffer abgenommen. Ne? Sag ich, sechs, der trägt schon Koffer. Ne? Und dann sind wir da so mit dem mitmarschiert in seine Wohnung. Und dann hat er gesagt, der Gustl, also du passt auf über alles Gute und ich pass über alles Schlechte auf. Die Rückfahrkarte haben wir noch. Am 27. November standen Bayerhammer und Berger erstmals auf der Bühne, in den Mitschuldigen von Goethe. Zum Ensemble gehörte auch Irmgard Henning, eine Verwaltungsangestellte aus München, die es dort nicht mehr ausgehalten hatte und nun auch ihr Glück am Theater suchte. Sie fand Gustl Bayerhammer. Ich habe mal einen Onkel aus Berlin zu Besuch gekriegt. Der hat meine Mutter da besucht. Und dann hat er den Gustl besucht in der Früh. Und da war der Gustl noch unter der Waschschüssel mit Oberkörper. Dann ist mein Onkel nach München gefahren zu meiner Mutter und hat gesagt, den kann die Irme nicht heiraten. Der ist bestimmt totgegangen, weil der so dünn war. Bis 1948 blieben die Bayerhammers in Sigmaringen und spielten alles, was der Intendant auf die Bühne brachte. Klassiker, Boulevardstücke und einmal sogar einen Thoma-Abend. Solange das Geld nichts wert war, vor der Währungsreform, war das Theater auch voll. Einmal war ich sein Vater, dann war er mein Vater. Nicht? Im Geizigen war ich sein Sohn. Nicht? Und im eingebildeten Kranken waren wir die beiden Dörferüs. Nicht? Er war der Thomas, der Sohn, und ich war der alte Dörferü. Also wir haben alles gespielt, was noch nied- und nagelfest war. Da spielte man sich eben frei. Masken haben wir gemacht, dass wir uns selber nicht mehr kennt haben. Aber wir haben es von der Pike aufgelernt. Wichtig war spielen, spielen, spielen und weiter. Das Weiterkommen war natürlich auch nicht ganz einfach. Aus so einer, man kann ja sagen, Schmiere, nicht? 1948 kehrte die Familie, mittlerweile mit Sohn Max, nach München zurück. Das Sigmaringer Theater hatte die Währungsreform nicht überlebt. Eine Zeit lang war Gustl Bayerhammer ohne Engagement. Schließlich kam er über Tübingen und Augsburg nach Karlsruhe. Anders als Toni Berger gelang ihm der Sprung an die großen Häuser lange nicht. Und da habe ich ihn dann wieder gesehen, nach vielen Jahren. Und da hat er angerufen, nicht, und sagt, ich bin jetzt in Heidelberg, sagt er, bin ich zurückgefahren, sag ich, komm ich schnell bei dir vorbei. Nicht? Sag ich, ja, komm. Ja, dann kam er, hat es geklingelt, habe ich aufgemacht unten, habe ich so runtergeschaut. Was ist denn das hier? Kommt ja die Treppe rum, nicht? Ein solcher Schädel. Sag ich, ja, sag mal, bist du krank? Ach, so ein Aufblost. Ja, sag ich, du bist ja fett, nicht? Ach, geh, sagt er, ich bin doch ganz normal. Da war er schon angesetzt. Höflicher gesagt, Gustl Bayerhammer war endlich erkennbar. Und er wusste, was er wollte. Wie sein Lebensziel war, das hat er mir später da hinten ein paar Mal erzählt. Ich wusste es auch. Hat er gesagt, was war mein Lebensziel, war nach München. Es war ein Fernsehfilm, der den Durchbruch brachte. Das Bohrloch von Rainer Erler mit Fritz Strassner in der Hauptrolle. Als Bauer Pratzenhofer lässt er auf seinem Hof nach Öl bohren. Vergebens, nur Wasser sprudelt aus der Erde. Das Ganze war eine Persiflage auf den Aufstieg der Thermalbäder in Niederbayern. Und so treffend, dass die Ausstrahlung gleich untersagt wurde. Für Gustl Bayerhammer spielte das keine Rolle. Für ihn war wichtig, mit den berühmten Kollegen spielen zu können und denen aufzufallen, als einer, der eigentlich nach München gehört, zu ihnen. Fahr dich hinein in den Bohrloch, Pratzenhofer. Ja, was hast denn? Pratzenhofer! Gerstl, das interessiert dich. Du hast zu dir gekommen, ich zeig dir was. Da schau, Gerstl, was da hochkommt aus dem Bohrloch. Und die Band ist auf und davon.
Öl auf meiner Wiesen und keiner weiß was davon. Kein Öl, nein. Ja, riechst du es nicht, wie faule Eier. Wasser, schwefelhaltiges Wasser, sonst nichts. Schade, wo mir das jeder missgönnt hätte. Die haben ja irgendwo so ein Dings angebohrt, so ein, was? So, verstehst du, so eine Wasserader. Thermalquelle. Ja, da kommt ja immer mehr. Gerade vorher war kaum was da und jetzt läuft's schon richtig. Ja, da schafft sich gerade einen Weg irgendwo da unten. Und jetzt druckt es raus, da schauen wir, wie es sprudelt. Gib mal das Bierflaschel her. Oder das Glas da drüben. Oh. Möchtest du saufen? Noch nicht. Ich weiß ja nicht, was drin ist. Bratzenhofer, wenn du Glück hast, dann ist heilkräftig. Er hat es wirklich geplant, so quasi sich zurückzuspielen in die Heimat. Und dann kam eben diese Geschichte mit dem Erler. Das war dann zur gleichen Zeit und war praktisch der Beginn dieser Fernsehgeschichte. Und die Giese hat ihn gesehen im Volkstheater an der Sonnenstraße. Ich glaube, im starken Stamm. Und hat ihn dann dem Schweigert empfohlen für den Bürgermeister in Magdalena. Die Münchner Kammerspiele galten damals als das beste Theater der Republik. Zum Ensemble gehörte die legendäre Therese Giese, hier links neben der Schriftstellerin Marie-Louise Fleißer. Giese hat gesagt, sagen Sie mal, Bayerhammer, wo haben Sie sich denn so lang versteckt gehabt? Die erste Rolle an den Kammerspielen. Herren. Als Bürgermeister in Ludwig Thomas Magdalena. Skop, Paulimann. In der Hauptrolle des Paulimann Rudolf Vogel, der Schauspieler jener Zeit. Ich bin heute schon einmal da gewesen und hab dann noch gefragt. So. Weil ich mit dir ein wenig was zu reden hätte. Hast du Zeit? Von mir aus, red. Die Jahre in der Provinz waren vorbei. Gustl Beyerhammer war in München angekommen. Und er gehörte sofort dazu. Breitbeinig, mächtig, raumfüllend. Ich komm nicht als Bürgermeister, ich komm gerade so. Bald der Rechte sitze ich mir ein wenig nieder. Meinetwegen. Wie geht's dir noch? Bist du halt recht verlassen? Mhm. Es ist ein Kreuz ohrschichtig, so wie man älter wird und man ist das halt gar nicht mehr gewohnt. Es hat uns allesamt recht bedauert, dass dein Marianne so bald sterben hat müssen. Allesamt im Dorf. So. Aber wenn man das Weiberts gern gehabt hat, das ist schon wahr. Du auch? Ich mach da keine Ausnahme, darfst du das gewiss glauben? Ich hab's gemerkt. Und weil jeder sagt, dass sie ein braves Leid gewesen ist und richtiges Leid und eine fleißige Hauserin durchaus. Sag's ihr. Alle miteinander. Und red dir nimmt was Schlechtes nach wegen der Sache. Was für eine Sache? No. Weißt du schon. Ich hat sich sehr gefreut. Na gut, dann ist, wie das ja meistens so ist, da spielst du dann ein paar gute Rollen und es wird dann immer weniger, da kommen wir wieder rein. Und dann kam eben das Fernsehen und die lassen ihn ja nicht weg an die Kammerspiele. Und dann hat er nach 5 Jahren gekündigt. Hat er gesagt, und jetzt mache ich Fernsehen. Weil das war ja das Einzige, wo man wirklich Geld hat verdienen können. Sie waren aber an die Kammerspiele, haben sie ja auch nicht viel verdient. Er hat sich auch entscheiden müssen, soll er am Theater auch klassisch spielen oder sagt er, nein, ich habe mich dann für die Mundart entschieden. Und das hat er ja vollkommen ausgefüllt, nicht? Man hätte ihn gar nicht mehr irgendwie sich vorstellen können in einem klassischen, in einem Schiller, in einem Goethe oder sowas, nicht? Was ist denn da? Was für ein anderer? Der Pauli, der Depp. Peter, so redet man nicht von seinem Bruder, gell? Werden die Eier gekocht? Wie? Warum? Die sind ja steinhart. Du weißt doch ganz genau, dass ich keine harten Eier mag. Ja, da kann ja ich nichts dafür, wenn die nicht weich werden. Mit
Mit dem Komödienstadl wurde Gustl Beyerhammer auch außerhalb des Theaters populär. Besonders angetan hatte es ihm Ludwig Thoma. Er spielte den Bürgermeister in der Lokalbahn und mehrmals den Wittiper. Die Geschichte des alten Bauern, dem die Frau gestorben ist und der jetzt ein schlampiges Verhältnis mit seiner Magd beginnt. Da bist du ja. Warum? Was hat denn mir die Ursula gesagt? Was weiß denn ich, was die gesagt hat? Ist da nichts bekannt? Du frag mich nicht so aus, gell? Was die sagt, das ist mir wurscht. Na, dem ist schon viel wurscht. Dass du gar nicht mehr schaust und in der Nacht um ansteigst wie ein alter Kater. Hast du mich gesehen? Nein. Sonst wäre es in der Nacht dann ausgehauen, das lederliche Mensch. Nimm dich fein zusammen, Lenz. Du bist ein Mannsbild, von dir verlange mehr als wir von einem dummen Frauenzimmer. Was geschehen ist, ist geschehen und du machst es nicht anders. Also gib mir Ruhe. Aber rausschmeißen kann ich es. Nein, das kannst du nicht. Weil du kein Haus rechnet hast, da herin. Ja, das möchte ich sehen. Aber solche Person in einem Haus bleiben darf, das heißt, mir der Unzuchtvorschub leisten. Das müsstet mir anzeigen. Müsstet mir das. Gendarm, willst du mir ins Haus setzen? Du? Wer weiß, wo ist? Gendarm bekümmert das gar nichts, weil das ist was Privats. Aber geh noch hier und sag dein Vater an. Reinkommen tust du mir nicht mehr, das merkst du. Einmal komm ich schon wieder. Na, Pirscherl, weil da schiebe ich einen Riegel vor. Auf mein Sterben freist dich du immer sonst. Gerade am Anfang waren es sehr, sehr aggressive, auch sehr unangenehme Figuren zum Beispiel. So, wenn also irgendwelche Hausbesitzer. Und auch das ist wieder interessant. Auch das ist ein sehr sozialkritischer Schauspieler wieder. Dass wenn er einen Hausbesitzer spielt, einen oder Großgrundbesitzer oder Großbauern, dass er ihn dann so spielt, dass er eigentlich in seinem Spiel auch schon wieder eine Gesellschaftskritik erkennbar ist. Also er war mitnichten so ein tümelnder Schauspieler. Wie lange brauchst du? Bin gleich fertig. Kommst du dann zum Kartoffelschälen? Ja. Möchtest du auf? Ich hab's gleich. Lacht doch nur Zeit. Mir pressiert's nicht. Wenn du so eine solche Zielscheibe aufstellst, da steigt bis gut. Anfang der 70er Jahre, kaum dass er wieder in München war, galt Gustl Beyerhammer schon als einer der großen bayerischen Volksschauspieler. Verändert hat ihn der Erfolg offenbar nicht. Er war ja in dem Sinn nie ein Größenwahnsinniger, sondern oder dem auch dann irgendwie ein Erfolg zu Kopf gestiegen wäre, sondern er hat das A nie verheimlicht und B hat er es auch wirklich nicht vergessen, dass es auch mal Zeiten gab, wo er eben nicht die Höchstgagen gehabt hat. Und das hat ihn sehr angenehm gemacht im Umgang. Dadurch hatte er auch eigentlich immer diesen Sinn und dieses Ohr auch für die Nöte der anderen. Beyerhammer liebte die Geselligkeit. Er war ein leidenschaftliches Mitglied der Schlaraffia, jenes Männervereins, der sich Kunst, Humor und Freundschaft zum Motto gesetzt hat. Keine Politik, keine Zoten. Dreharbeiten wurden so gelegt, dass er immer mittwochs die Treffen der Schlaraffia besuchen konnte, auf denen er auch Reden halten musste, auf die er sich oft tagelang vorbereitete. Wie hat der Heimscher Zeit verbracht? Da oben an dem Schreibtisch, ununterbrochen. Der ist nur beim Essen herunter gewesen. Und dann abends, wenn er da war, dann sind wir hingesessen. Da. Und Fernsehen natürlich dann. Und viel reden, viel reden. Und Das war das Schöne. Ich habe gesagt, ich vermisse es so, diese Gespräche, weil wir sind oft in so gute Gespräche gekommen. Das weiß man alles gar nicht mehr. Aber das war halt gerade irgendein Thema. Und wissen Sie, man muss halt, ich finde, das ist überhaupt das Wichtigste in einer Ehe. Man muss einen Draht zu seinem Partner haben. Es muss was Gleiches da sein. So unspektakulär der Privatmann Beyerhammer lebte, beruflich ging es immer weiter aufwärts. Mit dem Brandner Kasper und das ewige Leben. Und sie haben alle sich ein ewiges Schauspielerleben erspielt, die in dieser Inszenierung dabei waren. Fritz Strassner als Kasper, Toni Berger als Bondelkramer und Gustl Beyerhammer als Petrus. Oh, danke, Nachbar, gut. So. Ja,
Und? Viel Arbeit. Oh mein. Was sagst du? Ja, gerade jetzt im Augenblick hätte ich viel dringende die Geschäfte. Herr Portner, könnte ich bitte wieder gehen? Ich komme anders mal. Wir haben was redet miteinander. So? Was geht's? Soll ich gegen was besorgen? Gehen. Es geht um einen Brandner Kasper. Brandner Kasper? Ja, wer ist denn das? Gestell dich nicht. Ja, also dieser Name ist mir überhaupt nicht geläufig. Denk noch. Der von Alba. Ja, der. Ist was mit dem? Das frage ich dich. Ja, du? Drückt ist er noch. So. Herum sollte er sehen. Ja. Er wird ums Paradies betrogen. Ja, wie das? Und sein Enkelkind ist um 18 Jahre zu früh da. Oh, gerade um 18 Jahre. Das bekümmert dich also. Ja, das wirst du alles im schönen Alt da stehen. Ja, das ist verschwunden. Also in der Ewigkeit geht doch nichts verloren. Ja, dann such's einmal, Leute, findest es du. Gerne, bitte frei, ja? Ja. Na, ich hab's noch nicht. Ja. Sollte ich wegschauen? Ja, wie's gegangen. Er machte eben nichts, sondern er war es einfach. Er war es einfach. Er hatte seine Maske, er hat den Mantel umgezogen und er war Petrus. Da gab es gar kein Rütteln und Deuteln. Wenn er schon eine Auftragung sagt, hängst noch so sehr am Leben, zu dem Marei, nicht? Dann stand es im Raum. Von uns allen. Die Leute haben, Zuschauer haben immer gesagt, wenn man ihnen beiden bei haben und ihnen zusieht, das ist ideal. Die machen nichts und trotzdem besser geht's nicht. Naja, ich hab den Schuss vom Jäger gelenkt, aber leider. Der hat ihn ja bloß gestraft. Ja und? Ja, da war er teuer. Wer? Der gute Rat. Ja, ich bin zu ihm mit Hütten und hab ihn fragen wollen, ob er den freiwillig mitkammert. Kummert. Gangert. Aber er war obstinat. Wärst du schon recht saudumm, Ugretum? Nein, die. Nun, ich möchte nicht wissen, wie du die Leute da drunten oft erscheinst. Nein. Weißt du, gar so fechten. Vor nix kommt nix. Ja, hart anpacken hat ich nicht dürfen, weil er kein wollter Sünder war. Also, was machst du? Ja, was hast du denn gemacht? Nachdenkt. Hm. Ja, und gerade sinniert hab ich. Und da hat er mir ganz hinterkünftig. Was? Eins hingestellt. Was? Ein Gefäß. Ein Bier? Kirschgeist. Von Anfang an führte Gustl Beyerhammer genau Buch über alle seine Auftritte auf der Bühne und vor der Kamera. Als wollte er sich des eigenen Werdegangs immer wieder versichern und der eigenen Vielseitigkeit. Zumindest wirkt es im Nachhinein so. Und als wollte er sich auch als Volksschauspieler nicht beschränken lassen auf die Grenzen des bayerischen Dialekts, den er so wunderbar sprechen konnte. Er wurde bundesweit bekannt, als für den Tatort ein Münchner Kommissar gesucht wurde. Kein anderer als Beyerhammer kam dafür in Frage. Ich verstehe mich als Volksschauspieler. Bühnenfach Volksschauspieler. Denke mir, nach 26 Bühnenjahren an allen möglichen Bühnen auch außerhalb Bayerns, so kann man sich dann das in meinem Alter schon leisten, sich zu spezialisieren. Zehn Jahre lang löste Gustl Beyerhammer als Kommissar feige, mürrisch und grantelnd die verwickelsten Mordfälle. Mit seinem Assistenten Helmut Fischer und am Anfang begleitet von einem Dackel mit Künstlernamen Oswald. Was übersetzt du ihm dann? Den Schreibtisch vorbereiten, aufschlagen, Sachen versuchen, sie zu arbeiten. Zwei. Und der Hund hindert sie. Er soll nicht springen. Sie müssen ihn mit einer Hand halten, mit der anderen. Sagen wir zwei. So, weit, so, ja. Weit. Zwei, sagen wir drei. So, weiter. Wie viele Jahre zurück? Wie viele Jahre zurück? Zwei. Dann sagen wir drei. Ja, sagen Sie, er soll nachschauen, was Sie am Terminkalender stehen haben. Schauen, ja? Zum ja. Hund? Ja. Ja, schauen wir noch, was man heute am Kalender mit der Mikkel. Der Hund besaß ein eher apathisches Gemüt, das seinem Herrn abging. Im Lauf der Zeit fühlte sich Gustl Beyerhammer immer weniger ausgelastet durch diese Rolle. Schauspielerisch ist das Leben eines Kommissars wenig ergiebig. Als Kommissar, da wirst du halt sehr berühmt, aber du hast kaum Spielmöglichkeiten. Das geht ja immer
Ein Kommissar muss immer dasselbe sagen. Und wenn er dann noch kein Privatleben hat, er hat seinen Hund halt gehabt. Gell? Und das aber dann starb? Ja, aber dann, es gibt nichts anderes. Man sitzt da immer hinter einem Schreibtisch, man geht durch irgendwelche Gänge. Man befragt die Leute, wo sie waren. Man schaut misstrauisch oder mitleidsvoll und das war's noch schon. Gell? Ja, Frau Gerold, und so muss ich Sie auch fragen. Wo waren Sie am Montagabend zwischen 22 und 24 Uhr? Ich war zu Hause. Kann das jemand bezeugen, dass Sie zu Hause waren? Nein, das kann niemand bezeugen. Und außerdem, Herr Kommissar, außerdem habe ich ein wunderbares Motiv, meinen Mann aus dem Weg zu räumen. Ich habe ihn gehasst. Sie haben ihn gehasst? Wieso? Er war der widerwärtigste und rücksichtsloseste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Ja, aber schließlich haben Sie ihn doch irgendwann einmal geheiratet. Er war ein demütiger Schauspieler. Er wollte immer arbeiten und es gut machen. Und man hat ihm, als er so berühmt wurde, zu wenig gesagt. Er hat sich oft bei mir beklagt, du Ilse, die sagen mir gar nichts mehr, die fordern nichts mehr von ihm. Sein erstes Angebot war denen immer gut genug, war ja auch gut. Und er hätte gern noch, genauso wenn junge Regisseure, weiß ich noch, haben mich gefragt, du kennst doch den, ich möchte den gern engagieren, aber ich habe Angst, wie ist denn der? Weil man von Haus aus annimmt, die sind schwierig. Wie gesagt, brauchst du gar nichts denken. Die haben ihn genommen, er war ganz handsam und haben sich nachher bei mir bedankt und gesagt, ich habe noch nie einen solchen Star erlebt, der so einfach, der so zuhört, wenn ich als Anfängerregisseur was möchte von ihm oder ihm was erklären will, war er immer ganz Ohr. Ich hatte nie Probleme und ich bin kein Mensch, der im Streit aus dem Weg gehen würde, aber es gab nie Ansätze dazu. Gut, müssen wir mal über Ulrich König war Anfänger, als er 1981 die Regie des Pumuckl übernahm und den kleinen Kobold beim Drehen für Gustl Beyerhammer auch sprach, damit er einen Spielpartner hatte. Dann Meerschweinchen ab und dann, das ist schon ganz schön was los hier. Ui, was ist denn das? Ja, das ist ja viel besser als wie Tiere. Ui, da muss ich sofort. Mit fast 60 Jahren wurde Gustl Beyerhammer damit auch noch zum Kinderstar. Dabei hatte er anfangs gezögert, nach dem Tatort gleich wieder in eine Serie einzusteigen. Da habe ich gesagt, du Gustl, weil er überlegt hat. Ich habe gesagt, das war doch jetzt gar nicht schlecht, das bist du schon in einem gewissen Alter so als Abschluss, also eine Kinderserie. Ich habe gewusst, es dauert länger, weil wir haben immer Kindermärchen gespielt in jedem Theater, besonders für in Karlsruhe. Und manchmal gleich 3 an einem Tag. Und dann hat er sich das überlegt und durch den Kopf gehen lassen und dann hat er gesagt, ja, das mache ich. Die Gefahr war eher, dass er am Anfang noch zu wuchtig war, weil er ja als Tatortkommissar eine unglaubliche Präsenz hatte und er war ja auch noch nicht so alt, wie er als Meister Eder dann spielte. Und es gibt eben diese schöne Geschichte, dass wir krampfhaft überlegt haben, wie kriegen wir ihn großväterlicher und fingen an, dann hier so die Koteletten und den Schnurrbart mit Zinkweiß zu bearbeiten, dass er also graue Haare kriegte. Um Himmels Willen, Pumuckl! Um Himmels Willen, Eder! Ich stehe doch nur dahinter! Zwischen dem ersten und dem zweiten Dreh Pumuckl, in dem ja so 4-5 Jahre dann vergangen waren, waren ihm die Haare dann originalgrau nachgewachsen. Also wir mussten in der zweiten Staffel dann überhaupt nicht mehr mit Zinkweiß arbeiten, weil der Gustl das schon selber so geregelt hatte. Na, ist mir so dumm, gell? Wir haben ja 9 Monate gedreht pro Staffel und täglich mit ihm. Und wenn es nur Ansätze von Erschöpfung gab, haben wir aufgehört. Und er kam auch sofort und hat gesagt, jetzt kann ich eigentlich immer dann. Er hat eher länger gemacht, als ich zugelassen habe, weil ich wusste, dass man ihn da völlig überfordern kann. Und ich glaube, dass er sich dann später einfach ein bisschen zu viel auch zugemutet hat oder zumuten ließ. Aber schauen Sie, er hat dann am Volkstheater gespielt. Das war ja dann auch noch. Und da hat er als erstes den zerbrochenen Krug gespielt und als zweites den Witiver. Und beim Witiver hat er ja den ersten Herzinfarkt gehabt. Da ist er heimgekommen. Hat sich da hingesetzt und hat gesagt, jetzt rufst du bitte morgen einen Doktor an. Ich bin heute neben meiner Rolle gestanden. Er hat nicht gesagt, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, sondern er ist neben seiner Rolle gestanden. Und dann
Habe ich natürlich da gleich angerufen. Dann hat er gesagt, Verdacht auf Herzinfarkt. Und dann ist er noch mit seinem eigenen Auto nach Schwabing gefahren, in die Klinik. Und das war dann der erste. Schmal war er geworden, als er Ende der 80er Jahre wieder vor der Kamera stand. In den weiß-blauen Geschichten. Das ist Referat 1. Ja. Er hatte abgenommen, das Rauchen aufgegeben, wollte es ruhiger angehen. Aber als Schauspieler hatte er nichts von seiner Präsenz verloren. Ganz im Gegenteil. Besonders in seinen letzten Rollen kommt etwas in seine Darstellung rein, wo er so ein bisschen an Heinrich Georg erinnert, auch äußerlich ein bisschen, wo er eigentlich fast gar nichts mehr machen muss. Was sehr gute Schauspieler, wenn sie alt werden, können es fast alles weglassen. Das konnte er nicht mehr lang genug ausspielen, da ist er gestorben. Aber man merkt es schon. Ja, jetzt wird es langsam Zeit. Keine Wurst. Aber was sein muss, es muss sein. So, am 24. April 1993 erlag Gustl Beyerhammer unerwartet seinem zweiten Herzinfarkt. Eigentlich hatte er noch viel vorgehabt. 4 neue Drehbücher lagen schon wieder bei ihm zu Hause. Er hat sich seinen Beruf so hundertprozentig eingesetzt. So aus der Fülle seines Lebens hat er sich total eingesetzt, was andere nicht machen. Gell? Und darum ist immer der große Erfolg. Wenn es da in der Zeitung gestanden ist, so große Überschrift, wie er gestorben ist, das Abendblatt, Bayern ist ärmer geworden. Habe es dann doch gemerkt, dass sie ihn sehr mögen. Sie waren aber schon sehr stolz auf ihn, gell? Ach, ich bin nicht stolz auf einen anderen Menschen, das bin ich nicht. Nein, ich kann nur stolz sein, was ich selber geleistet habe. Ich kann jetzt stolz sein auf ihn, aber ich war sehr froh, dass ich mit ihm leben habe können. So ist es. Da war ich sehr froh, weil das war mein Leben. Ich sage immer, die Zeit von Sigmaringen bis zu seinem Tod, das war mein Leben. Was vorher war, konnte ich vergessen und was nachher ist, auch.